In diesem Video präsentieren wir euch die Küchenhighlights, Kücheninnovationen für das Jahr 2025 und somit die Ideen für eure Küchenplanung. Und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und eine gute Küche darf natürlich innovativ und natürlich auch nach Neuheiten, nach Trends geplant werden. Und darum geht es in diesem Video. Wir schauen uns die Küchenkollektion 2025 an, am Beispiel von Ballerina Küchen. Und wer gehört bei Ballerina Küchen denn mit an meine Seite? Genau, die Kim. Hier ist er. Kim ist da und ja, wir sind vollständig. Ihr habt eine komplett neue Ausstellung. Genau. Und wir stehen ja schon im ersten Highlight, beziehungsweise hier sehen wir ja mehrere Highlights. Was für Highlights sehen wir denn hier? Ja, also zum Anfang natürlich hier erstmal unsere neue Farbe, Live Simple, mit einem neuen Modell. Genau, was ist das für eine Farbe? Live Simple ist eine Farbe aus unserem Color Network. Wir haben nämlich eine neue Kooperation mit dem Color Network. Okay. Und das ist ein Zusammenschluss aus Designern und Architekten, die langfristige Trendfarben eben entwickeln. Okay. Und da haben wir uns für den Live Simple Farbton entschieden. Okay. Was ist jetzt der Vorteil von dem Color Network? Das erkläre ich dir. Und zwar haben wir da die Möglichkeit, mehrere Produkte, das heißt Teppiche, Gardinen, Spülen oder sonstiges, halt in dem gleichen Farbton wie unsere Fond zu bekommen. Also ich kann dann wirklich ein einheitliches Wohnkonzept, weil wir stehen ja auch nicht nur hier in einer Küche, sondern ja wirklich in einem Wohnraumkonzept. Und ich kann alles, was nicht Küche ist, drumherum farblich an diesen Ton anpassen. Genau. Das ist ja cool. Bekomme ich das dann über den Ballerina-Händler oder muss ich dann andere Wege gehen? Man kann das über die Webseite sich darüber informieren, was man da halt bekommen kann und von welchem Hersteller. Okay, also blenden wir einfach mal die Color Network-Seite unten mit ein, ja, damit der Zuschauer, der interessiert ist, dort einfach nochmal stöbern kann, was er noch ergänzend zu seinem Wohnraumkonzept bekommen kann. Genau. Ja, und jetzt hast du gesagt, wir haben ja eine neue Front. Ich sehe schon, das ist eine Rahmenfront mit einem leichten, schmalen Außenrahmen. Das Ganze ist grifflos geplant. Und was mir auffällt, ihr habt natürlich auch die Seitenwange, die Abschlusswange, auch in diesem Rahmen. Genau, richtig. Das rundet das Bild natürlich nochmal sehr schön ab, dass man die gleiche Frontoptik hier auch als Seitenwange bekommen kann. Ja, sehr schick. Und das Ganze ist geplant als Blackline. Ja. Was bedeutet Blackline? Dass wir den unteren Auszug dementsprechend mit unserer Push-to-Open-Funktion haben. Das heißt, wir haben das schmale 4 mm Fugenbild und nur oben eben dann die Griffleiste zum Eingreifen. Die ganze dann natürlich auch beleuchtet an der Stelle. Mhm. Und Beleuchtung ist mir auch aufgefallen. Zumindest habe ich das noch nie bei euch gesehen, dass die Seitenwange hier auch eine eingefräste Leuchte hat. Das ist absolut korrekt. Das ist auch eine Neuheit bei uns. Und zwar fräsen wir jetzt in unsere kompletten Wangen halt unsere Manila-Leuchter ein. Sehr stark. Größe maximal vom Hängeschrank oder gibt es jetzt noch längere? Nee, bis 2,60 Meter tatsächlich. Also die Leuchte gibt es jetzt auch in der entsprechenden Größe, um auch große Hochschranknischen da zu gestalten. Das ist natürlich sehr innovativ, sehr kreativ für uns als Planer. Und dann fällt mir auf, das Reling-System habe ich so bei euch auch noch nicht gesehen. Das ist nämlich auch neu. Das ist auch neu. Also habt ihr ja wirklich in der ersten Küche sehr, sehr viele Highlights. Ja. Erklär uns kurz, was wir hier sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja, wir haben halt hier unser schmales Aluminiumprofil. Kann man natürlich mit unterschiedlichen Zubehör dann bestücken. Und ja, man ist halt komplett frei in der Planung. Also wie hoch das Nischenmaterial halt hier sein soll, kann man dann sich halt aussuchen, wie man das halt gerne möchte. Okay, also ich kann das, sag mal, im goldenen Schnitt teilen. Ich kann wie ihr gleichmäßige Elemente setzen. Genau. Stark. Also bin ich auch wieder in meiner Planung und der Kreativität völlig frei. Richtig. Und kann genau den Wünschen, dem Geschmack des Kunden die Planung anpassen. Korrekt. Sehr cool. Apropos Geschmack und Planung. Ihr habt ja das Ganze ja noch fortgeführt in Wohnraum, um halt wirklich hier ein ganzheitliches Konzept zu haben. Ja. Was habt ihr hier geplant? Genau, wir haben hier auch nochmal unsere schmale Rahmenfront, die wir ja im Inselbereich schon sehen, haben wir hier auch als Echtholzfront aufgenommen.
Das heißt, wir haben hier die Echtholzfront, auch in einer neuen Farbstellung. Ja. Die nennt sich bei uns Moderne Rustico und zieht sich halt auch durchs komplette Furnierbild dann dementsprechend. Also in allen Furnierfronten auch lieferbar. Mhm. Stark. Und das Ganze ist geplant als Sitzecke, Bücherregal. Und was wir ja eingangs schon gesehen haben, ihr habt ja auch das Ganze als Durchgangstür geplant, weil ihr habt den Raum, der hier geschaffen wurde, natürlich auch noch praktischerweise genutzt. Und was habt ihr hinter, ich sag jetzt mal, der Wohnwand versteckt? Da ist unser Ankleideraum. Na, lass uns die mal anschauen. Ja. So, jetzt bin ich ja gespannt, was uns erwartet. Eine Ankleide. Ja, was sehen wir denn hier alles Schönes? Ja, wir haben hier unser Ankleidezimmer, wie du es ja aus dem letzten Jahr schon kennst. Genau, das Video verlinken wir euch mal über die Infokarte bzw. eine Videobeschreibung. Da haben wir euch ja die Möbel in Gänze vorgestellt, was da alles anders ist zu den Küchenmöbeln. Aber ich sehe schon, ihr habt dieses Jahr in der Ankleide verschiedene Elemente aus der Küche einfach umfunktioniert, richtig? Richtig, genau. Hatten wir letztes Jahr auch schon. Wir haben einmal unsere komplette Inneneinteilung quasi, die wir ja hier auch für unser Ankleidezimmer nutzen können. Und hier zum Beispiel unseren Free Mobile haben wir hier auch einfach als zusätzlichen Stauraum oder halt auch Ablage umfunktioniert. Ja, ich sehe schon. Die Gewürzablage ist jetzt umfunktioniert für Hygieneartikel. Und dann habe ich gesehen, aus der FreeWorld, das Reling-System, das beleuchtete, ist jetzt auch für Schmuck, Accessoires, der Platz und beleuchtet auch das Spiegelelement mit. Und in den Schubladen habt ihr ja dann auch entsprechend die Organisation zweckentfremdet. Genau, da haben wir unsere Ami-Allein mit den Querreling-Teilen genommen. Okay, also quasi der Kreativität des Kunden sind keine Grenzen gesetzt, merke ich. Korrekt. Korrekt. Dann lass uns mal schauen, was ihr noch Kreatives hier in der Ausstellung habt. Ja, gerne. Ja, hier sehe ich doch schon ganz viele neue Sachen, die ich so noch gar nicht kenne. Was siehst du denn hier zum Beispiel? Ja, also was natürlich auffällt, ist das Arbeitsplattendekor, gleichzeitig als Wangendekor. Dann, wenn ich das Handbuch richtig im Kopf habe, haben wir auch eine neue Front. Passend dazu den Sockel, die Wange, der Griff müsste auch neu sein. Genau. Und wenn es die Wange gibt, gibt es natürlich auch das Stollenregalsystem passend dazu. Genau. Ja. Das wäre jetzt so meine Interpretation, was ich jetzt neu sehe. Das ist schon mal sehr gut. kann ich nicht meckern. Dann habe ich bestimmt was vergessen, oder? Vielleicht, aber ist ja nicht schlimm, dafür bin ich ja da. Genau, wie man es halt von Ballerina halt auch kennt, unsere Front hier im Preiseinstieg nicht nur als senkrechten Furnierverlauf, sondern auch waagerecht. Genau, und dann natürlich das komplette Umfeld heißt bei uns dann natürlich auch der Korpus. Genau. Das heißt, wir haben den Korpus auch aufgenommen. Ja, das ist cool. Und Korpus habt ihr jetzt dann insgesamt? 26. 26 Korpusdekor. Ja. Und das Ganze kriege ich jetzt nicht nur als klassische Front, sondern wir sehen ja auch schon, das Homeoffice wird ja auch immer mehr Thema. Ja. Ne? Wir sind ja eingangs vom Video gestartet mit Raumkonzepten. Haben wir dann natürlich hier auch, dass wir hier ein offenes Wohnkonzept haben. Wir haben die Küche, was ich sehr schön finde, die Insel als L-Lösung. Ne? Und dann halt anschließend dann hier wirklich der Homeoffice-Bereich, der über die Pocket Doors dann auch entsprechend verschlossen werden kann. Und somit ist der Raum auch immer schön aufgeräumt. Genau. Ja, jetzt haben wir ja schon viele Highlights im Dekorbereich gesehen. Was habt ihr denn noch Neues? Ja, wir haben natürlich auch unsere Schränke optimiert oder halt auch erweitert. Okay. Wie hast du denn sonst immer deine Küchenzeile geplant? Also in was für einer Tiefe? Ja, in der Regel 60 cm. Richtig, aber da haben wir jetzt auch was Neues. Würde ich dir gerne zeigen. Na dann, folge ich dir mal unauffällig. Ja, das sieht doch aber ganz klassisch aus. Also, was ist jetzt hier anders? Ja, wir haben hier unsere neue Korpustiefe, 61 cm. Okay, was habe ich jetzt für einen Mehrwert von den 61 cm? Wir haben zum einen mehr Stauraum und natürlich mehr Arbeitsfläche. Mehr Arbeitsfläche, dann habe ich ja hier bei 61 cm Korpustiefe, wenn ich das hochrechne, 65 cm Arbeitsplattentiefe. Korrekt. Und dann die Nische 16 mm und somit dann auch mehr Platz für die Spüle. Genau. Zum Beispiel, weil die ja doch relativ groß richtig. Ist. Richtig. Okay, ein Mehrwert. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn ich so wie ihr das hier geplant habt, das Ganze wandhängend habe, habe ich ja die Schwerlastbeschläge. Genau. Und bin bis dato mit der klassischen Korpustiefe
ja in Kollision gekommen mit den Auszügen. Genau, deswegen, da mussten wir immer eine Tiefenkürzung machen. Mhm. Das müssen wir jetzt hier nicht mehr. Wir haben nämlich hier unsere volle Tiefe von dem Auszug dann. Also habe ich, trotz dass es wandhängend ist, den maximalen Stauraum zur Verfügung. Korrekt. Perfekt. Was ich hier in der Koje noch gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen, wo wir hier reingekommen sind, denn hinter der Kamera habt ihr ja ein Regal, eine Sitznische und natürlich auch den Schrank in die Wand eingelassen. Finde ich hier für die Wohnraumlösung sehr, sehr schick. Ja, und was habt ihr jetzt noch Schickes in der Ausstellung? Das zeige ich dir, komm mit. Ach, gerne. Ja, jetzt sehe ich ja aber, das ist ja sehr auffällig, was ihr hier Neues habt. Ja, wir haben hier ein neues Modell in unserer Farbstellung Onyx Natur. Wir haben hier einen echten Schichtstoff als Front- und als Arbeitsplatte. Okay, und der Schichtstoff ist ja ein Stück weit dreidimensional, also eine sehr schöne Haptik. Ja. Und ein sehr extravagantes Design, also sehr auffällig. Aber ich denke, wenn man sich das eine Weile anguckt, kann man sich das wirklich ganz gut dran gewöhnen. Mhm. Und ihr habt das auch sehr gut gemacht. Ihr habt ja wirklich einen schlichten Fußboden. Und somit kann natürlich der Inselblock hier richtig wirken. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hat auch so ein bisschen so eine leichte, vom Druck her, so eine leichte Transparenz drin. Mhm. Sehr schick. Das ist aber nicht das einzige neue Modell, was wir hier haben, sondern auch unser Smart Glass ist ja bei dir auch sehr beliebt. Ja, das haben wir hier in einer neuen Farbstellung. Ja, das sind bei uns die Fronten, die am meisten gewählt werden, weil sie sind natürlich sehr robust, sehr strapazierfähig, lassen sich super leicht reinigen an der Stelle. Und ja, was haben wir hier für einen neuen Farbton? Silk Metallic. Silk Metallic, natürlich klar im Jalousieschrank Smart Glass auch möglich. Somit integriert er sich ja wunderbar in die Küche. Ja. Und ja, von der Haptik ist das Ganze ja schon, wie der Name sagt, wie Seide. Ja. Und was habt ihr noch Neues? Ja, dazu haben wir hier... Du guckst schon so auf den Korpus. Wir haben hier wieder unsere 61er Korpustiefe, auch im Hochschrankbereich. Also die wir gerade eben hatten im Unterschrank. Korrekt. Habt ihr passend auch im Hochschrank. Genau. Und cool. Dazu standardmäßig unseren Push-to-Open eingebohrt. Den jetzt in der Korpusseide, nicht mehr... auf dem Boden und somit das Ganze natürlich auch ein Stück weit edler, schicker vom letzten Jahr, die Zarge funiert, wirkt natürlich hier im Farbspiel auch sehr, sehr edel, smart und durchgängige Fronten. Richtig. Nicht neu, aber immer wieder sehr, sehr schick und jetzt haben wir ja hier den 61er Korpus. Und dann habt ihr das hier ergänzt mit der bestehenden Korpustiefe? 70,5, genau. Haben wir einen schönen 3D-Effekt. Mhm. Sehr, sehr schick. Also ihr wärt ja nicht Ballerina, wenn ihr nicht noch mehr Neuheiten hier in dieser Küche hättet. Richtig. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier nochmal unseren Free Mobile. Den kennst du ja auch schon aus den letzten Jahren. Den kennen wir schon, haben wir auch bei uns in der Ausstellung. Genau, aber da haben wir uns jetzt mit dem Herrn Lafa was Neues überlegt. Und zwar haben wir jetzt hier unser Lafa Mobil, eine Standard-Artikelnummer, die wir jetzt hier haben, mit dem Schneidebrett und diesem Gastrobehälteraufsatz. Das ist cool. Kann man alles schön vorbereiten, hat das alles griffbereit. Genau. Und die Küche sieht immer aufgeräumt aus. Richtig, genau. Also man kann damit quasi die Arbeitsfläche nochmal erweitern. Cool. Und könnte ich jetzt rein theoretisch, weil ich sehe, hier sind Griffe dran, das Ganze nehmen und mir auf die Arbeitsplatte stellen? Oder das auch einen Auszug in, auf Arbeitsplatte. Ich mache das für euch jetzt einfach mal so, aber das Ganze natürlich dann zum Nutzer, zu dem Hobbykoch gerichtet. Coole Idee. Genauso kannst du natürlich das Schneidebrett auch auf der Arbeitsfläche stellen und dort halt weiter schneiden. Das probieren wir gleich mal aus. Okay. Ja, cool. Sehr, sehr praktisch. Ja. Habt ihr noch weitere coole praktische Ideen? Auf jeden Fall. Na dann, schauen wir mal weiter. Das ist eine sehr schöne, puristische, minimalistische Küche. Finde ich sehr edel geplant, gefällt mir sehr gut. Hochschrankanlage getrennt von der Flachstrecke. Ohne Hängeschränke wird auch immer mehr Thema, dass die Hängeschränke verschwinden. Hier nochmal gelöst mit einem Board, das ist nicht ganz so tief, weil wir haben einen Muldenlüfter. Schick, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich erkenne die Front
vom Anfang des Videos wieder, nur in einem anderen Ton. Genau, wir haben hier wieder unser Modell Chicago in dem Eiche Dunkel gebeizt. Und dazu im Inselbereich auch nochmal unsere Farbe aus dem Color Network, unsere Live Simple Farbe. Ja. Die haben wir ja auch vorne schon einmal gesehen, aber hier halt als glatte Variante. Und die Seidenwangen der Insel sind gerundet. Mhm, genau. Das ist auch neu. Das ist auch neu dieses Jahr bei uns. Das ist auch neu. Was kann ich jetzt mit den Farben aus dem Color Network, was kann ich da jetzt noch bei euch alles machen? Ja, also wir können natürlich auch unsere Kehleisten jetzt in unseren Color Network lackieren und auch in Rahl und Sickens. Also alle Farbvarianten, die ihr quasi in den Fronten habt, also in den Lackierfronten, könnt ihr jetzt auch die Kehlleiste lackieren, so mit einem kleinen Mehrpreis. Genau. Und ich kann somit meine Küche komplett individualisieren. Korrekt. Und dann auch noch beleuchten, das sieht bestimmt mega cool aus. Ja, da freue ich mich schon auf die vielen individuellen Farblösungen, Farbvarianten. Und dann schauen wir mal an, was ihr noch so Schönes habt an Varianten. Ja. Let's go. Let's go. Wahnsinn. Kim, das ist eine Küche für Katrin. Also hier würde sich die Katrin total wohlfühlen. Boah, wow, echt. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Kim, ich grüß dich, hallo. Mal, wo stehe ich hier? Das ist ja eine bombastisch geniale Küche. Kim, was haben wir denn hier? Eine total tolle Front? Genau, das ist unser Modell Smart Glass in der Farbstellung Bronze Metallic. Die ist ja total in, ne? Also so Bronze macht die auch so bei Frauen so weich und smart. Gell? Also voll schön, also auch in der Küche. Eine total, finde ich, filigrane Küchenfront. Ja. Und was ich hier auch noch sehe, steht ja auch ganz groß da, wenn man lesen kann. Habt ihr auch jetzt eine 65er Zentimeter Armesplatte? Ist das genau. Standard? Oder? Genau, die ergibt sich ja aus unserer 61er Korpustiefe. Dadurch ergibt sich ja auch die Standard-Arbeitsplattentiefe dann in 65 cm. Ist total praktisch. Also genau. Tatsächlich, ich bin oft in den Küchenplanungen beim Robert mit dabei und denke mir so häufig, so 60 cm sind immer wie angeklatscht. Ja. Ne? Also da kommt entweder die Spüle oder das Kochfeld überhaupt nicht zur Geltung. Bin immer schon eher bedacht darauf, tatsächlich immer so ein bisschen eine übertiefe Arbeitsplatte zu machen, weil zum einen hat man gut hinter der Spüle ein bisschen Platz. Genau. Wenn da wirklich mal was ist und nass und so, ne, da kommt man gut hin und nicht so beengt. Und was ich total cool sehe, ist hier auch bei dir mit dem Kochfeld. Ja. Ist ja dasselbe, ne? Genau. Wenn ich mal was überkochend habe oder so, dann komme ich hier natürlich viel, viel besser ran. Und vor allem, ich kann mein Kochfeld mir gut platzieren. Auf jeden Fall, genau. Wo ich es gerne eher weiter hinten oder ein bisschen weiter nach vorne. Richtig, da hat man ein bisschen total, mehr Spielraum dann auf jeden Fall. Finde ich total praktisch. Und darf ich hier mal reingucken? Auf jeden Fall. Ich bin ja total neugierig. Ja, da haben wir unseren Aufsatzschrank mit dem versteckten Tabellarboden. Oh, weißt du, was mir auffällt? Du weißt doch, was in der Küche wir Frauen immer haben, ne, was Männer und Kinder hier immer oft zu tun ist, Tür auf, zack, bumm, und die hinten entweder an die Wand oder an die Rückwand. Und hier hast du wirklich gut Platz, das heißt, du musst nicht mit so komischen Nippeln arbeiten, damit das nicht aneckt. Total praktisch und kann trotzdem richtig genial ausziehen, mein Tabellar. Ja. Also eine total fantastische Küchenplanung, da hat sich ja der Weg vom Bautzen hierher im Windeseile ja richtig gelohnt. Ja, und wir haben ja auch noch viel mehr hier. Ja. Wir haben ja auch hier nochmal den Aufsatzschrank, auch in Bronze Metallic. Total schön. Da wir ja unsere Smart Gläser alle auch in einem Jalousieschrankbereich haben. Darf ich mal? Fügt sich hier, ja, auf jeden Fall, fügt sich hier natürlich nochmal super ein. Ist auch ganz toll. Und spiegelt natürlich hier die Front von dem hier wieder. Ja. Und da habt ihr sozusagen nur die Jalousie in Bronze gemacht. Mhm. Boah, cool. Also sehr, sehr schön. Kannst du mal sehen, was mir oftmals entgeht, wenn der Robert hier ganz allein ist. Ja, dafür bist du ja jetzt hier. Genau. Hast du noch was Schönes, was du mir zeigen möchtest? Ja, komm doch mal mit. Das mache ich. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ihr hier noch so Schönes Ja, verbaut. Wir haben hier einmal im Kücheninselbereich, haben wir hier unsere neue Front in der Sandsteinoptik. Die ist schön. Als Front und als Arbeitsplatte, also hier dieser komplette Sandsteinblock quasi. Genau. Und eine neue Holzfront, oder? Richtig, genau. Das ist unser Mountain Wood. Und wie man es halt von Ballerina schon fast kennt, haben wir es nicht nur im Frontbereich, sondern auch im kompletten Umfeld und auch als Korpus. Die fässt sich ja sehr, sehr gut an. Also auch so wirklich fast wie echt. Ja, genau. Also sehr, sehr schön. Kim, du hattest gesagt, es ist eine Insel. Ja. Kochfeldspüle? Ja, pass auf. Wir haben ja hier uns was einfallen lassen.
Und zwar haben wir alles hinter unseren Einschubstüren versteckt. So, und ja, hier findest du schon, auf jeden Fall schon mal das Kopffeld. Und die... Genau. Das Kopffeld, das stimmt, das finde ich hier. Genau. Muss ich richtig reindrücken? Ah. Ja, genau. Aber das ist ja total faszinierend, weil wenn du wirklich mal ganz schnell ad hoc Besuch bekommst, zack, zack, raus. Und so ist es. Alles ist clean, alles ist sauber. Und ja, herzlich willkommen in meiner Küche. Und da fragt dich dann genauso, okay, spülen, kochen, wann ja, habt ihr das? Habt ihr hier auch die 65er Tiefe von der Arbeitsküche? Korrekt, genau. Wir haben hier nämlich auch die 61er Unterschranktiefe und Hochschranktiefe eingebaut. Das ist natürlich das unglaublich praktisch, weil du tatsächlich hier auch, ne, mit dem Kochfeld, ja, du wirklich auch wieder gut Platz hast und auch so wirklich einfach Platz hast tatsächlich als Arbeitsfläche. Du hast ja so eh schon nicht viel Arbeitsfläche, mhm, aber wenn, kannst du immer nach hinten gehen ein Stück weit. Ja. Also auch, wenn man sagt, 5 cm sind wenig, sind manchmal da sehr viel. Genau, und hier haben wir auch nochmal das Nischensystem draufgesetzt. Das heißt, wir haben ja hier schon 16 mm eigentlich weniger. Ja, wie das sozusagen das Arbeitsplattendekor, genau, und die Freunden von da. Sehr, sehr schön. Eine unglaublich, ja, sehr, also wirklich sehr, sehr schöne Küchenplanung. Ja. Und die Spüle? Guck doch mal in die andere Schrankwand. Ich trau mich gar nicht. Warum muss ich es auch machen? Einfach drücken. Hier, genau da. So, dann geht schon mal die erste Tür auf. Faszinierend. Muss ich die auch wieder reintun? Ja, die drücken auch wieder rein. Genau, und die in der Mitte. Ja. So. Und hier kannst du dann dein schmutziges Geschirr abstellen und die Türen wieder zumachen. Aber das finde ich ja mal sehr praktisch. Das heißt, auf der einen Seite sozusagen hast du tatsächlich einen unreinen Raum, mhm, und auf der anderen Seite dann sozusagen reinen Koch- und Arbeitsbereichraum. Und wenn ich das eine dann ganz schnell zumachen will, dann, genau, das ist aber total cool. Also es ist total schön gelöst und auch da optisch genau dasselbe wie da auch, ja, mit der Nischenrückwand. Sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Küchenplanung. Gefällt mir unglaublich. Freut mich. Ja, und hast du noch was für mich? Auf jeden Fall. Ich denke es dir. Komm mit. Euch. Oh, Kim, hier sind so viele planerische Highlights von Robert. Den hole ich mal her. Ja, Katrin hat recht. Das ist mein Stil. Also, ihr wisst ja aus den Videos, ja, ich liebe Grifflos, aber natürlich auch Landhaus. Das sind so meine beiden Favorites in der Küchenplanung vom Küchenstil. Und das ist meine Landhausküche, die ist ja, die hat's in sich. Also ich sehe 70er Unterschränke in der Insel, ja, macht natürlich im Landhaus richtig was her. Wir haben den Farbton Savona Grün, das ist natürlich nicht neu, den gibt es ja schon, aber die Front ist neu. Korrekt, genau. Wir haben nämlich hier unsere Atlanta, also die mit dem schmalen Rahmen, die wir ja vorne auch schon einmal gesehen haben. Zum Beginn des Videos. Genau. Und in Kombination dazu haben wir unsere Orlando, die Doppelrahmenfront quasi, auch ein neues Modell bei uns. Also auf dem ersten Moment wäre mir das gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Na, und das Ganze natürlich bei euch über das Thema Flexdesign. Korrekt, genau. Sehr cool, echt, also sehr schön. Also gefällt mir richtig gut, auch mit dem Gas. Backofen, Herdlösung finde ich mega. Mit dem Standgerät, das ist halt was in eine Landhausküche reinpasst. Also wirklich echt sehr, sehr schön. Weinschrank. Genau, auch mit der passenden Rahmenfront dann dementsprechend. Mhm. Sieht sehr natürlich schick, schon sehr edel aus. Mhm. Also ich habe jetzt nicht klassisch hier in der Landhausfront die schwarze Glasscheibe, also den schwarzen Glasrahmen, sondern das Ganze mit dem Möbelrahmen abgedeckt. Und bekomme ich bei euch so ausgeschnitten? Absolut richtig. Sehr gut, sehr schick. Also jetzt nicht einfach nur einen Rahmen reingesetzt, sondern wirklich Dickkante, farblich abgestimmt. Sehr, sehr schön. Und die Doppeltür? Ja, das ist ein neuer Aufsatzschrank bei uns im Sortiment. Wir, okay, haben nämlich hier einen 90 breiten Aufsatz mit dem integrierten Tabellarboden schon. Ja, dann mit Weitwinkel scharnieren. Tabellarboden und wo ich halt Kleingeräte etc. pp. Ja. Draufsetzen kann, verstecken kann. Muss die Geräte nicht hin und her tragen, sind halt einfach hier mit aufgeräumt. Ja. Sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. Ja, und dazu haben wir dann natürlich hier dann auch nochmal passend zu den 70 breiten Unterschränken, was du ja angesprochen hattest, ja, den 75 breiten Geschirrschrank und natürlich den 75 breiten Kühlschrankumbau. Kühlschrankumbau mit dann der Kühlgefrierkombination. Genau, also wirklich passend. Typisch amerikanisches Landhaus hier. Ja, wirklich, ja, also ist typisch amerikanisch, aber ich würde, also sehe so eine Landhausküche natürlich auch in Europa, auch in Deutschland. Ja, ja. Also warum nicht? Ist wirklich ein sehr schöner Planungsstil. Mhm. Auch der Übergang ins Wohn-Esszimmer mit
dem Mix mit den modernen Vitrinenschränken, ne, finde ich hier an der Stelle wirklich sehr gelungen. Passend auch abgestimmt auf die Griffe. Also das ist wirklich eine Planung, die mir richtig gut gefällt. Aber mir gefällt auch die Küche, die wir da drüben sehen. Ja. Das ist ja auch nochmal Flex-Design, aber irgendwie ist das anders als letztes Jahr. Ja, ist es auch. Wir haben ja alle Küchen auch hier neu gemacht. Und da haben wir nämlich die Farbkombination Eiche-Dunkel. Also einen neuen Holzton. In gegrillt. In der Thalea-Front, genau. Genau. In der Fischgrät. In der Fischgrät im Hochschrankbereich. Und auch nochmal im Inselbereich als glattes Furnier. Als glattes, ja. Also ist auch eine ganz spannende Lösung, alle drei Furnierfronten miteinander zu mixen. Natürlich ist dann auch von eurem Partner für die Arbeitsplatten, die ist ja nicht von euch, aber das in der Symbiose ist auch mega schick. Ja. Aber ich habe noch eine Küche gesehen, wo Neuheiten versteckt sind, die auch von der Planung so den kleinen Pfiff hat. Lass uns die mal anschauen. Okay, komm mit. Hier haben wir wieder zwei neue Fronten. Genau. Ja. Einmal haben wir hier im Preiseinstieg unsere Jade Pastel, also ein schöner Grünton. Und das Ganze, wie ich sehe, in der Insel in Premium Line geplant. Genau. Hochschrankanlage, was haben wir da? Da haben wir auch ein neues Furnier und zwar, das ist ein ganz besonderes Furnier. Hier haben wir nämlich ein Preisgruppe 3 Furnier in unserer Gavi Eiche. Preisgruppe 3. Yes. Du hast dich jetzt nicht vertan? Nein. Okay, Preisgruppe 3. Also das ist, mir fehlen die Worte. Also mal als Vergleich, Smart Glass, was wir ja schon sehr häufig machen, ist Preisgruppe 4, was ja die gute Mitte ist. Genau. Und dieses Preisgruppe 3. Genau, und Furnier geht ja eigentlich bei uns bei Preisgruppe 5 hoch. Genau. Ja. Und das können wir auch nur anbieten in Preisgruppe 3, da wir hier ein anderes Fertigungsverfahren anwenden. Okay. Und zwar haben wir halt Plattenware, die wir dann dementsprechend auf Frontmaß schneiden und dann halt eine Kante dran fahren. Okay. Bei den anderen Furnierfronten wird das ja auf Maß geschnitten und dann erst furniert. Ja. Genau, und hier machen wir es halt anders. Okay. Und deswegen können wir das halt dementsprechend in Preisgruppe 3 anbieten. Sieht aber trotzdem schick aus, sieht edel aus. Ist ja auch ein echtes Furnier. Durchgängig die Fronten. Mhm, genau. Also warum nicht? Also passt. Sehr schön, das ist eine schöne Kombination dann auch mit der Insel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Kim, dann danke ich dir auch im Namen von Katrin und unseren Zuschauern, dass du uns wieder die Innovation, die Highlights, die kreativen Ideen für 2025 präsentiert hast. Ja, gerne. Weitere innovative Ideen für eure Küchenplanung findet ihr über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert und eure Kim.